wo sich im Wurmtal die Handelsstraßen Ruhrmund, Aachen und Maastricht-Köln kreuzten, entstand der limburgische Zoll- und Burgflecken Roda, der Vorläufer der deutsch-niederländischen Zwillingsstädte Herzogenrath-Kerkrade. Mit der Marienkirche in Herzogenrath ist die St. Sebastiani Armbrustschützengesellschaft anno 1250 verbunden, die am 1. Juli Sonntag ihr Hauptfest begeht. Es wird gemeinsam mit der 1850 in der Aftener Pfarre St. Gertrud gegründeten St. Sebastianus Schützenbruderschaft 3 Tage lang als Kirmes und Volksfest gefeiert. Der Vergnügungsmarkt liegt am Rande des Ortskerns in der Nähe des Schießplatzes. Am Schützensonntag um 16 Uhr ziehen die beiden Vereinigungen gemeinsam auf, um im Gelände am Fuchsberg, jede für sich, den Königsvogel von der Stange zu schießen. Wem der entscheidende Treffer gelingt, erringt für ein Jahr die Königswürde in seiner Vereinigung. Im Festzug, zu dem von dem Herzogenrather Musikchor Harmonie aufgespielt wird, hat die ältere Gesellschaft den Vorrang. Zu ihr gehören die Pfeiljungen mit den Köchern sowie die Einwinder mit den geschulterten Armbrüsten. Hinter den mitgeführten Vögeln und der Fahne folgen in Rangordnung die Mitglieder, die wegen ihres feierlich schwarzen Anzugs als Zylinder- oder Herrenschützen bezeichnet werden. Die grünen Schützen der Bruderschaft aus dem Ortsteil Aften bilden am Schluss die größere Einheit. Neben dem Schützenkönig gibt es bei ihnen eine Königin. Außerdem sind hier die Jungschützen zu einer eigenen Abteilung zusammengefasst. Wenn der Festzug den Fuchsberg erreicht, haben sich bereits viele Zuschauer eingefunden. Von den beiden Schützenvereinigungen wurden hier getrennte Schießstände angelegt. Die Sebastianusbruderschaft, die den Weg den Hang hinauf nimmt, hat ihre Vogelstange in halber Höhe auf einer freien Plane errichtet. Der Schießstand der Sebastiani-Gesellschaft liegt am Fuß des Hügels, wo die Pfeiljungen warten. Nach alter Überlieferung eröffnen die Zylinderschützen ihr Königsschießen mit dem dreimaligen Umschreiten der Vogelstange, zu dem sie sich nun auf die Kuppe der Anhöhe begeben. Dabei werden sie von 2 Musikanten begleitet. Das Spiel der einen Trommel und Flöte, das von Außenstehenden oft als Trauermarsch bezeichnet wird, geht wahrscheinlich auf eine alte, gebetartige Singweise zurück. Die Mitglieder der Herrengesellschaft sind auf 18 geschworene Schützen begrenzt. Sie stellen den Schützendiener ein, der hier mit seiner Hellebarde vorausschreitet. Er hat bei den Aufmärschen und beim Schießen für Ordnung zu sorgen. Zum Fähnrich wird nach alten Statuten in der Regel der zuletzt aufgenommene Schütze bestimmt. Zur Leitung der kleinen Gemeinschaft sind der erste und der zweite Schützenmeister, die zu Seiten des amtierenden Königs gehen, auf der Jahresversammlung durch Wahlen berufen. Ein Neuzugang ist bis heute nur nach dem Ausscheiden, das heißt nach dem Ableben eines Altschützen möglich. Über die Zulassung wird mit weißen und schwarzen Kugeln in geheimer Ballotage bestimmt. Im vorigen Jahrhundert gehörten Pastor, Bürgermeister und der Notar von Herzogenrath zu den geborenen Mitgliedern der St. Sebastiani Armbrustschützengesellschaft.
Diese Sonderrechte wurden in der napoleonischen Zeit abgeschafft. Nach Beendigung des Eröffnungszeremoniells können die Vorbereitungen für das Schießen getroffen werden. Wenn die Pfeiljungen und Einwinde auf ihre Plätze gerufen sind, werden die vier Vögel und die Schützenfahne am Schießberg zur Schau aufgestellt. Am Schützensonntag wird außer dem Königsvogel auch der Mittelvogel sowie der rechte und der linke Seitenvogel ausgeschossen. Die Fahne ist eine Nachbildung der sogenannten Isabella-Fahne, die 1648 von der Infantin Isabella Clara von Oranien gestiftet wurde. Wie das alte Königssilber ging sie im letzten Krieg verloren. Die Schützen müssen warten, bis die Schießstände ausgerüstet sind. Jeder hat als Hilfe zwei Pfeiljungen und einen größeren Burschen zum Spannen der Armbrust mitgebracht. Die Stände liegen am besonders hergerichteten Hügelrand im Halbkreis nebeneinander. Auf dem befestigten Absatz, wo jeder Platz mit einem Fähnchen gekennzeichnet ist, werden die Pfeile aus den Köchern zurechtgelegt. Die sorgfältig ausgebreiteten Tücher verhindern die Berührung mit dem Erdboden. Mit Hilfe eines Bodenbretts stellt man zum Schluss die Armbrüste griffbereit auf. Nun wird es Zeit, dass die Schützen in Aktion treten. In der Zelthütte am Rande des Schießplatzes legen sie alles ab, was beim Gebrauch der Waffe und beim Anvisieren des Ziels hinderlich sein könnte. Am Fuß der Vogelstange wird schon das Seil bereitgelegt, das man beim Aufsetzen des Ziels benötigt. Bevor dies geschieht, begeben sich die Schützen zu ihren Schießständen, um nachzusehen, ob alle Utensilien übersichtlich geordnet bei der Hand sind. So, Pfeiljungen bitte. Und die Einbinder. Einbinder und Pfeiljungen bitte her. Und die Einbinder. Ihr müsst nicht starten. Der Einbinder bleibt vorne am Rand. Ein Pfeiljunge und die anderen Pfeiljungen treten zurück. Bei der Belehrung der Helfer wurde auf die Gefährlichkeit der gespannten Armbrüste und der abprallenden Geschosse hingewiesen. Der günstigste Schießplatz, der dem Mitglied mit der längsten Zugehörigkeit zukommt, liegt in der Mitte des Halbrundes am Hügel. Rechts und links schließen die Plätze für die nach Mitgliedschaftsjahren folgenden Schützen an, sodass die zuletzt aufgenommenen immer ganz außen postiert sind. Sie haben die geringsten Chancen, den Vogel von der Stange zu holen. Die begrenzte Anzahl der Mitglieder wird damit begründet, dass sich auf dem Schießplatz nicht mehr als 18 Stände einrichten lassen. Jedem Königsschießen geht ein Umtrunk voraus, zu dem man sich nach der Überprüfung der Schießgeräte zusammenfindet. Dass man in der Zwischenzeit, solange der Vogel aufgesetzt wird, einen freundlichen Schluck auf den heutigen Tag wird. Während man dem Schützenwein zuspricht, werden draußen die Vorbereitungen zum Aufsetzen des Königsvogels getroffen. Am Schaft der Stange, die schwenkbar in einem 7 Meter hohen, fest verankerten Gestell ruht, befestigt man zunächst das über ein Rollensystem geführte Seil. So, liebe Majestät, liebe Schützen, wir hoffen, dass wir dieses deutsche Schützenfest mit Anstand hinter uns bringen. Wir haben eine Majestät, die zweimal König gewesen ist. Und besteht die Chance für unsere Majestät, Teile zu werden. Unsere Majestät hat also gebeten, einen fairen Kampf zu führen,
möchte nicht, dass manipuliert wurden oder gar absichtlich vorbeigeschossen werden. Sollte das Glück ihm beschieden sein, wieder König zu werden, so wird er die Kaiserwürde auf Lebenszeit erringen. Dankeschön. Wie der erste Schützenmeister hervorhob, besteht die Möglichkeit, dass der amtierende König, der diese Würde zweimal hintereinander errungen hat, nun auch im dritten Jahr erfolgreich sein könnte. Ihm würde dann der Titel des Schützenkaisers auf Lebenszeit zufallen. Die Majestät noch mal das Glas erheben. Und auf den noch letzten Schluck auf den Schluck noch so und dabei. Der letzte Schluck für die Christen. Kommt das klare Brot. Am Schützensonntag wird in Herzogenrath als erster immer der Königsvogel ausgeschossen. Um ihn auf der Spitze der 32 Meter hoch aufragenden Stange anbringen zu können, muss sie abgesenkt werden. Das wird durch ein Kontergewicht am Fuß des Schaftes erleichtert. Beim Niederlassen schwenkt das obere Ende weit ausladend durch die Baumwipfel hindurch gegen den Berg. Die erfahrenen Helfer betätigen den Seilzug sehr behutsam, weil die Stange bei ungleichmäßiger Bewegung zerbrechen kann. Am oberen Ende ist ein etwa 2 Meter langes Stück, das von den eisenbewehrten stumpfen Pfeilen häufig getroffen wird, mit starkem Leder eingehüllt. Der aus frischem Eschenholz geschnittene Vogel besteht aus dem 10 cm dicken und 30 cm langen Rumpf, an dem vorne der Kopf sitzt und seitlich die beiden Flügel herausragen. An der Unterseite ist der Körper leicht angebohrt, sodass man ihn mit 7 bis 8 Umdrehungen unverrückbar fest auf die eiserne, schraubenartig geformte Spitze aufziehen kann. Alle Schießvögel der Armbrustschützengesellschaft werden nach gleichem Maß von einem alten Stellmacher hergestellt. Wenn er Hartholz nähme, würden sie bei den ersten Treffern auseinanderbrechen. Der blumengeschmückte Königsvogel wird zum Schluss mit bunten Luftballons und Eichenlaub behängt. Früher krönte man die Stange mit 3, wenn der Schwan für die Gäste hinzukam, mit 4 Vögeln, die mit 50 cm Abstand auf ein Quereisen gesetzt wurden. Davon kam man aus Sicherheitsgründen ab, weil die vorbeisurrenden Pfeile im rückwärtigen Gelände weit gestreut niedergingen. Der Fuchsberg muss zur Vermeidung von Unfällen etwa 100 Meter jenseits der Kuppe von 4 zuverlässigen Personen abgesperrt werden. Das Hornsignal kündigt an, dass das Schießen auf den Königsvogel nun beginnt. Bei einem Übungsschießen 14 Tage vor dem Schützenfest hatten alle Beteiligten Gelegenheit, sich mit den Waffen und Handreichungen vertraut zu machen. Die Bewährungsprobe für die Schützen und die Dreiermannschaften ihrer Helfer wurde beim Ausschießen des Scheibenpreises, das hier ebenfalls auf den Vogel geht, am Schützensamstag abgelegt. Pfeile, nicht mehr bitte. 18 Pfeile. Wegen der Chancengleichheit dürfen in der Schießrunde, wie man die Durchgänge nennt, von jedem Schützen lediglich 18 Pfeile abgefeuert werden. Geschossen wird freihändig, ohne besondere Reihenfolge oder Ordnung, so wie die Bögen von den Helfern angereicht werden. Für die Zuschauer, die in großer Zahl herausgekommen sind, gibt es eine Absperrung in gehörigem Sicherheitsabstand. Zur allgemeinen Unterhaltung wird von der Musik von Zeit zu Zeit ein Ständchen vorgetragen. Am
Am Rande des Platzes hat der Waffenmeister der Schützen seine Werkstatt eingerichtet. Da die 6 Meter hohe Böschung des Schießhügels zur Länge der Vogelstange hinzuzurechnen ist, muss das Ziel in steilem Anschlag auf 38 Meter Entfernung gesucht werden. Jeder Schütze schießt mit seinem eigenen Bogen. Die Abschusskraft der ungefähr 15 Pfund schweren Waffe beträgt 450 Kilo. Obwohl die aus starker Leinenkordel gedrehten, gut 1 cm dicken Sehnen mit Bienenwachs behandelt sind, kommt es vor, dass sie in der Aufhängung reißen. Bei der Armbrust gibt es keine Visiereinrichtung, sodass man den Schaft des Pfeiles mit dem Vogel in eine Richtung bringen muss. Wer sein Geschoss in das verhältnismäßig kleine Ziel setzen will, braucht eine außerordentlich große Treffsicherheit. Daher liegt es nahe, dass man Wilhelm den Schmied zu den Vorfahren rechnet. Als Schütz von Rode erledigte er bei der brabantischen Belagerung 1283 den feindlichen Heerführer mit einem einzigen Bogenschuss und erzwang so den Abzug. Aus diesem historisch bezeugten, sagenhaft ausgeschmückten Ereignis mag sich die Existenz einer Bürgerwehr in der Mitte des 13. Jahrhunderts ergeben, von der sich die St. Sebastiani Armbrustschützengesellschaft herleitet. Wenn die erste Schießrunde zu Ende geht, haben sich am Fuchsberg mehrere tausend Herzogenrater eingefunden, um den Ausgang des Wettkampfes mitzuerleben. Nicht mehr einwinden heißt, dass die Schützen ihre abgeschossene Armbrust aus der Hand legen. Um die Sehnen in der Pause vor schädlichen Sonnenstrahlen zu bewahren, bedeckt man sie meist mit feuchten Tüchern. Defekte Bögen werden jetzt zur Reparatur in die Waffenmeisterei gebracht. Für die Pfeiljungen bedeutet das Signal Piel ob. Sie laufen los, um im Gelände jenseits der Vogelstange die verschossenen Pfeile einzusammeln. Jeder von ihnen kennt die Geschosse des Schützen, den er bedient, an der besonderen Markierung. Und er weiß, in welchem Streubereich sie zu suchen sind. Es gelingt längst nicht immer, alle 18 Pfeile zurückzubringen. Bei feuchtem Untergrund, wenn sie tief in die Erde eindringen, kann die Hälfte verloren gehen. Die Schützen haben sich darum mit einer genügend großen Reserve ausgerüstet. Die Sehne der Armbrust, die die enorme Spannung des aus bestem Stahl geschmiedeten Bogens abzufangen hat, ist der empfindlichste Teil des Schießgeräts. Der Waffenmeister verfügt über eine Werkbank, auf der man beschädigte Sehnen ohne große Mühe entlasten, herunternehmen und durch neue ersetzen kann. Die Armbrüste, die mit defekten Kordelsträngen nicht mehr sicher genug sind, werden so für die nächste Runde wieder einsatzfähig gemacht. Die Jungen, die hier mit den eingesammelten Pfeilen gemeinsam zurückkommen, werden wie die Einwinder für ihre Mitwirkung von den Schützen entlohnt. Durch die Sorgfalt, mit der sie die übernommenen Arbeiten ausführen, haben sie wesentlichen Anteil am Erfolg. Die Pfeile müssen zum Beispiel nach aufgetragenen Zahlen sortiert werden, die bestimmte Eigenschaften anzeigen, damit sie entsprechend eingesetzt werden können. Wenn an den Schützenständen wieder alles bereit ist, wird zum Fortgang des Königsschießens geblasen. Sind alle da? Alle Pfeiljungen da? Schützen!
Bis der Vogel fällt, sind gewöhnlich 3 Durchgänge erforderlich, die insgesamt etwa 1,5 Stunden dauern. Es ist auch schon vorgekommen, dass sich das Schießen bis zum Einbruch der Dunkelheit hinzog und am nächsten Tag fortgesetzt werden musste. Das kann geschehen, wenn sich der hölzerne Rumpf auf der Stange verkantet oder wenn er bei Regen aufquillt, sodass er sich im Gewinde festsetzt. In normalen Bedingungen braucht es ungefähr 25 Kerntreffer und 50 Teiltreffer, bis der Vogel heiß wird. Um dies nicht zu versäumen, zählen die erfahrenen Schützen jeden gelungenen Einschlag mit. Nach dem Spannen der Armbrust muss die Winde zurückgedreht werden, was meist der erste Pfeiljunge übernimmt. Beim Laden richten die Schützen den Schaft der Waffe stets nach oben. Der Bügel auf der Unterseite schützt den Abzugshahn vor zufälliger Berührung. Nach jedem Schuss muss die sogenannte Nuss gestochen und dann das Schloss festgesetzt werden. Beim Spannen des Bogens durch den Einwinder kommt es darauf an, dass die Klauen der Winde die Sehne genau in der Mitte erfassen, die hinter der Nuss festgesetzt wird. Bei wenigen Millimetern Abweichung ergibt sich eine Verzerrung, die den Pfeil aus der geraden Schussbahn nach rechts oder links herausträgt. Das kann auch geschehen, wenn sich der Pfeil geringfügig verzogen hat. Was hier rund läuft, ist die Nuss, die beim Abschuss Sehne und Geschoss freigegeben hat. Wenn die besten Pfeile mit schnurgeradem Schaft und mit fugenlos sitzendem Eisenkopf aus dem luftdicht verschlossenen Köcher geholt werden, beginnt die spannende Phase des Schießens. Indem man die aus alten Schippenstielen gedrehten Bolzen mit einem Lappen abreibt, sucht man ihnen eine bessere Windschlüpfrigkeit zu geben. Alle Schützen wissen, dass der nächste Volltreffer zum Erfolg führen kann. Sie visieren das Ziel nun mit besonderer Sorgfalt an und die Einwinder beeilen sich, um den gespannten Bogen schnell anreichen zu können. Der nackt geschossene Königsvogel wird von den Schützen und den Zuschauern, die dicht gedrängt ausharren, bei jedem hochschnellenden Pfeil aufmerksam beobachtet. Selbst die Pfeiljungen auf der Wiese folgen der Entwicklung des Geschehens. Wer seinen Bogen jetzt noch in Reparatur geben muss, wird sich kaum noch am Endkampf beteiligen können. Mit dem heruntergeschossenen Vogel ist der König der St. Sebastiani Armbrustschützen für 1980 bestimmt. Es ist der gleiche wie in den beiden Vorjahren, der infolgedessen Schützenkaiser wird.
Damit ist das kaum für möglich gehaltene Jahrhundertereignis eingetreten. Nach den Berichten aus den Annalen der Stadt wurde beim Vogelschießen in Herzogenrath die gleiche Würde zuletzt im Jahre 1844 verliehen. Während die Schützen ihrem Repräsentanten gratulieren, wird die Stange zum Anbringen des ersten Beivogels niedergelassen. Auch der Pastor der Marienkirche, der als Schützenkaplan bezeichnet wird, bringt der ranghohen Majestät seine Reverenz entgegen. Die Frau des neuen Würdenträgers kann bei den Zylinderschützen keine repräsentativen Pflichten übernehmen, da man hier eine weibliche Begleitung nicht kennt. Der anschließende Dank gilt den beiden Helfern. Küsschen. Walter. Vielen Dank, Jungs. War klasse, ne? Okay. Was? Musst du nicht, ja. Wunderbar. Okay, ja. Musst du nicht. Hier, übertreib da nicht, Majestät. Komm, zieh die Hand. Der erste Schützenmeister führt zum Schluss der Gratulationskur den Herzogenrather Bürgermeister heran. Kaiserliche Majestät, ich gratuliere im Namen des Rates der Stadt, im Namen der Verwaltung und des ganz herzlich wünsche Ihnen alles, alles Gute und danke Ihnen dafür, dass Sie der Stadt zu diesem Tag. In seinen Worten findet die enge Beziehung zwischen Schützengesellschaft und Stadt ihren Ausdruck. In Herzogenrath gehört es zum Brauch, dass die Schützenmajestät als erste Amtshandlung aus seinem Zylinder Klümpchen für die Kinder auswirft. Zur Bestreitung der Kosten wird meist der mit 30 Mark festgesetzte Königssold verwandt, der für den Kaiser die dreifache Summe ausmacht. Nach den Statuten wird die Kaiserwürde auf Lebenszeit verliehen. Zum Zeichen hierfür wird die Gesellschaft bei anderer Gelegenheit eine Brustkette mit goldenem Emblem überreichen, die auch nach der einjährigen Amtszeit zum Schützenanzug getragen wird. Bei der Fortsetzung des Schießens am Schützensonntag, bei dem es zunächst um den Mittelvogel und dann um die beiden Seitenvögel geht, nimmt der frisch gekürte Kaiser pflichtgemäß teil. Nach dem Abschluss am Abend begeben sich die 18 Mitglieder der Gesellschaft auf den Ehrenempfang, den ihnen die Stadt gibt. Am Montag, dem letzten Tag des Schützenfestes, folgt das sogenannte Becherschießen, das in gleicher Weise ausgetragen wird. Die Anzahl der Vögel, die von der Stange heruntergeholt werden, richtet sich nach der Zahl der Becher, die hierfür von Herzogenrather Bürgern gestiftet wurden. Meist sind es 7 bis 10 Stück. Auch dabei zeigt sich die enge Verbundenheit der Einwohnerschaft mit ihren Schützen, sowohl von der St. Sebastiani-Gesellschaft als auch von der St. Sebastianus-Bruderschaft. Die drei gemeinsamen Schießtage am Fuchsberg gelten als das eigentliche Herzogenrather Stadtfest.